neuen Vlog, denn wie man unschwer an der Wand erkennen kann, deutet alles, und auch an der Tür hinter mir, deutet alles auf Silvester hin. Wie letztes Jahr verbringen wir auch dieses Jahr wieder den Silvesterabend zusammen. Und wie letztes Jahr, traditionell basteln wir auch unsere schönen Kalender dieses Jahr. Wir haben ja schon eine Runde gebastelt, die Verlosung ist ja schon durch. Wir hoffen, die ganzen Kalender sind angekommen und gefallen euch. Und jetzt machen wir die Kalender, die wir dann dieses Jahr, nächstes Jahr benutzen wollen. Genau, willst du mal was zu deinem Kalender sagen? Das ist der Kalender, den ich in unserem allerersten Bastelvideo oder ersten Kalenderbastelvideo benutzt habe. Weil ich, nachdem ich erst eine Tagesübersicht hatte, hatte ich eine Wochenübersicht. Jetzt gehe ich zurück zur Tagesübersicht, um danach eine finale Entscheidung für mein Leben treffen zu können. Richtig. Welcher Kalendermensch ich bin, so. Ich benutze den, den ich auch verlost habe. Den Freigeist von Ella the Bleep. Aber diesmal bei Franzi Wochenübersicht, ne? Also. Genau, ich habe ja gewechselt. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Video erzählt habe. Mein Arm tut weh, deswegen kurz komische Kamerapose. Ja, ich habe einfach nicht mehr so viel Platz gebraucht im letzten Jahr. Deswegen bin ich mit dem Kalender jetzt in Nummer kleiner gegangen. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Wir haben schon fleißig vorbereitet. Es gibt später noch Raclette. Wir haben uns schon fertig gemacht und währenddessen ungefähr so 40 Minuten die Kartoffeln auf dem Herd stehen lassen. Vielleicht sogar noch länger, weil wir beide Siebhirne haben und vergessen haben, dass wir Kartoffeln schon auf dem Herd hatten. Naja. Die sind jetzt auf jeden Fall gut durch. Die sind sehr weich jetzt, kann man gut kauen. Ja. Okay. Ja, und unsere Boyfriends kommen später noch dazu. Aber jetzt wollen wir unsere Ruhe haben, deswegen sind die jetzt noch nicht da. Genau, also. Achso, wir haben noch Gesellschaft. Hier ein flauschiger Arsch. Achso. Und Kiwi ist hier bei Vera. Hi. Wir müssen uns aktuell aneinander gewöhnen, weil ich für 2 Wochen diese Katzen sitten werde. Vielen Dank. Und ich bin ein absoluter Hundemensch. Du schaffst es trotzdem. Ich brauche so ein richtiges Survival-Kit, glaube ich. Kriegst du. Damit die Katzen überleben und ich auch. Ich habe großes Vertrauen und große Hoffnung. Gut, dass wenigstens einer von uns Hoffnung und Vertrauen hat. Oh, bitte schon. Ich glaube, meine Katze hat gerade die Klotür aufgemacht, aber... Normal, solange sie nicht ins Klo springt. Nee, der Deckel ist immer drauf. Let's start! Schon wieder gequatscht. Also ich dachte, erst mal 7 Minuten. 7 Minuten. Also ich kann mich jetzt nicht... Stell dich doch da drauf. Passt du da drauf? Oder ist das... Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Aber ich halte mich an dir fest. Okay. Oh mein Gott. Es ist und bleibt das gleiche Thema auch in diesem Jahr, dass wir diesen Größenausgleich schaffen. wir haben jetzt die letzten gefühlt 1,5–2 Stunden damit verbracht, alle Sachen fürs Raclette vorzubereiten. Mhm. Wir haben ganz viel geschnibbelt und auch ganz viel gesnackt zwischendurch. Aber jetzt ist, wie Franzi gerade schon gefilmt hat, im Hintergrund, der Tisch ist auf jeden Fall gut gedeckt. Jetzt warten wir gerade noch auf meine bessere Hälfte, aber die sollte jeden Moment da sein. Und... Genau. Oh, da ist er. On point. On point, und ich habe mich nicht erschreckt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit Raclette. Let's go, ich hab Hunger. Okay. Boah. Oh Gott, das war ja auch so schick. Who can say what's wrong or right? In 2 Sekunden. We'll be right back.
verstanden. 3, 2, 1. Warte, sag mal jetzt was? Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich glaube, 1 Uhr, halb 1, irgendwie sowas. Wir wissen nicht genau, was der Abend noch bringt, wie lange wir jetzt noch spielen. Weil wir haben gerade angestoßen, es gab das Feuerwerk, wir haben ein paar Fotos gemacht. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch Codenames zu Ende spielen. Wir wollten vorhin so Polaroid-Bilder aufnehmen. Und dann waren wir so schlau und haben beim ersten Mal die Blende zugelassen. Und dann war es komplett schwarz. Und jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ja. Cheesies. Okay, Taste Test. Erstmal muss man den gut riechen. Sehr traubig. Eckst du da? Das. Oh. Akku blinkt. Hat ein bisschen was vom Dessertwein, oder? Ich hab gerade schon wieder Apfelschorle. So, da der Akku jetzt schon wieder blinkt, machen wir ganz schnell die Abmod. Also, wir wünschen euch ein. Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Ich rede einfach weiter, weil ich Angst habe, dass es gleich zusammenbricht. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht auf ein tolles YouTube-Jahr. Danke, dass ihr dabei seid. Tschu-tschu. Also jetzt. Also. 'Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so. Heute ist Samstag. Silvester ist mittlerweile auch schon, glaube ich, 2 Wochen her. Aber Vera und ich hatten das Gefühl, dass der Vlog noch nicht hundertprozentig fertig ist. Dass irgendwie das, der Silvestertag vielleicht ein bisschen zu wenig sein könnte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich wollte sowieso, wie Vera es auch Anfang des Jahres schon gemacht hat, mal ein bisschen meine Wohnung auf Vordermann bringen. Ein paar Sachen aussortieren, ein bisschen aufräumen, ein bisschen putzen. Warum nutze ich das nicht auch jetzt in diesem Videopart? Dann habt ihr quasi auch meine Aufräum-Action. Am Start im Video und gleichzeitig motiviert es mich ein bisschen, jetzt das endlich auch mal zu machen. Weil ehrlich gesagt, so viel Lust habe ich nicht. Aber ich mache es trotzdem, weil es muss gemacht werden. Und ich dachte mir, ich mache mir einfach ein schönes Hörbuch auf die Ohren. Das motiviert bestimmt ein bisschen dabei und dann kriege ich das schon hin. Es ist mittlerweile, glaube ich, auch schon 16 Uhr oder so oder 15 Uhr. Ihr habt gesehen, dass mein Freund und ich heute schon essen waren. Wir waren in einem Münsteraner Crepe-Laden, der sehr, sehr schön ist. Die Crepes waren auch richtig, richtig lecker. Also kann ich nur empfehlen, geht da gerne mal vorbei. Ich weiß noch nicht, ob ich heute alles schaffe, ob ich zu allem Bock habe, aber auf jeden Fall muss gemacht werden, die Dusche muss geputzt werden. Unser Vorratsschrank müsste mal aussortiert werden, weil langsam ist dann nicht mehr so viel Platz. Und ich habe noch einen Koffer, den ich auch noch ausräumen müsste und Klamotten auf dem Wäscheständer, den ich in den Kleiderschrank räumen müsste. Vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen jetzt auch, der im Moment noch so wie ich ein bisschen unmotiviert auf der Couch sitzt, einfach mitzumachen, so wie in Veras Video Anfang des Jahres. Ich denke mir einfach, wenn ich es jetzt mache, dann habe ich es hinter mir, dann ist es weg. Und mit einem schönen Hörbuch macht das Ganze doch bestimmt auch noch ein bisschen Spaß. Dann macht man halt einfach nebenbei so ein paar Sachen, die nicht so wichtig sind. Hauptsache, man hat sein schönes Hörbuch auf dem Ohr und hat dabei ein bisschen Spaß. Genau, deswegen würde ich sagen, nicht mehr lange schnacken. Und let's go! So, als erstes werde ich mich um diesen Koffer hier kümmern, der eigentlich schon längst hätte ausgeräumt werden müssen. I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. Dann
Entschuldigung. Entschuldigung. Du bist nicht die größte Aufräumhilfe, weißt du das? Ich bin fertig mit dem Schlafzimmer, mit den Klamotten im Koffer und den auf dem Wäscheständer. Und jetzt wollte ich noch die Dusche putzen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich es noch schaffe, den Vorratsschrank auszusortieren, weil mir gerade eingefallen ist, dass ich dafür wahrscheinlich meinen Freund brauche. Und der ist aber gerade beschäftigt. Aber die Dusche mache ich heute auf jeden Fall noch. Deswegen, let's go. Und ich habe übrigens mein Hörbuch gerade zu Ende gehört. Ich fange jetzt Teil 2 an. Und das war sehr gut. So, ich habe es endlich geschafft. Ich bin endlich fertig mit den Sachen, die ich vorhatte, bis auf Vorratsschrank aussortieren. Deswegen verschiebe ich das wahrscheinlich auf morgen. Aber ich bin so froh, dass ich es jetzt gemacht habe, dass es jetzt erledigt ist. Und ohne Witz, wenn ihr auch mal keinen Bock auf sowas habt, allein für das Gefühl danach und das Wissen, dass es erledigt ist, lohnt sich es jetzt einfach mal zu machen. Manchmal muss man so ein bisschen Eat the Frog sein, auch wenn man keinen Bock hat, dann muss man sich die Sache eben so schön wie möglich machen, wie ich gerade mit meinem Hörbuch, und dann klappt das auch. Und jetzt ist es irgendwie 17, 18 Uhr und ich kann jetzt die Dinge machen, die Spaß machen. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns wie immer gerne einen Daumen nach oben. Darüber würden Vera und ich uns sehr, sehr freuen. Genauso wie wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das bedeutet uns auch super viel. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Kommt gut ins neue Jahr, beziehungsweise ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und eat the frog. Tschüss.